ist das Weiteste, was man zoomen kann. Jetzt fahren wir nach Dortmund zurück. Über Dortmund nach Osnabrück. Was ist denn das für eine Navi-Führung? Na dann. Verstehe ich auch. Mag der kürzeste Weg sein, aber nicht der schnellste. Also ich denke mal, dass wir dann auch irgendwann bald tanken dürfen. Wobei laut Anzeige haben wir noch massig Spielraum. Ich würde jetzt echt gerne in den 12. hochschalten. Dass wir untertourig fahren. Oder ja, nicht mal untertourig, sondern aber niedrigtourig. Da unten steht sogar auch die Literanzeige, wie viel reinpasst. Wir haben noch 251 Liter, wow. Er hat einen ziemlich fetten Tank. Und zwar 1000 Liter oder über 1000 Liter sogar. Ob wir auch AdBlue haben und tanken müssen? Wäre mal interessant. Hier ist ein Steinbruch rechts. Wollen wir aber nicht rein. Wir brauchen einen Aufliegerhändler. Ich meine, wir haben immerhin schon die Arbeitsagentur gefunden, bevor wir einen Aufliegerhändler gefunden haben. So, dem kleben wir gleich mal dezent am Arsch. Schaffen wir es, den zu überholen? Ja, da kommt nichts. Den haben wir uns aber dezent gecached, würde ich mal sagen. Und wir brettern hier schon eine ganze Weile mit 80, 90 rum statt 60. Bringt eigentlich auch gute Zeit, denke ich mal. Und wurden noch nicht geblitzt. Kostet aber auch gut Sprit. Zumindest wenn man nicht mit Tempomat wirklich fährt. Komm, hier machen wir mal lieber langsamer. Kein Bock jetzt, dass hier irgendwelche Blitzer stehen. Weiß man ja nie an der Tankstelle, ne? An den Grünstreifen könnten ja welche stehen. So. Bei 500 Kilometer, 225 Liter geht die Tankanzeige schon auf Reserve. Also zumindest die Tanknadel kratzt am roten Bereich. Ob wir auch noch eine Warnmeldung kriegen? Mein Tempomat geht erst ab einer gewissen Geschwindigkeit wieder an. Da war ich anscheinend einfach noch zu langsam eben. Fühl dich hoch, Junge. Der will einfach nicht. Habe ich Tempomat wieder gelöscht anscheinend. So, auf jeden Fall A2. Jetzt kommen aber auch nochmal die Kass... Ne, kommen nicht mehr die Kasseler Berge, ich wollte gerade sagen. Das wäre jetzt ein bisschen Banane, wenn wir jetzt nochmal über die Kasseler Berge fahren.
Aber A2 wollen wir gar nicht hin. Dicker, Alter. Meine Fresse. Bisschen Augen auf beim Autofahren. Vor allem, als ob ich den Unfall verursacht hätte. Ich fühle mich da nicht ein bisschen schuldig bei. So wie die, die überholen einfach mal rechts. Nur weil ich ihm hätte die Möglichkeit zum Einfädeln geben wollen, so wie jetzt. Dass er jetzt doch hier rüber will. Und die überholen einfach rechts. Die KI muss ein bisschen lernen. Ich finde das niedrige... Aha. Jetzt kriegen wir die Warnung. Und Fakt ist, dass ich hier gar nicht so lang ballern will. Kein Bock auf Blitzer und Bußgelder. 220 Unfall verursachen reicht mir schon wieder. Außerdem liegen wir gut im Rennen. Jawohl. Amsterdam Groningen. Ah ja, ich kann die frische Heimatluft schon bald riechen. Lotte Osnabrück. Sind ja auch gleich da, 37 Kilometer noch. Denke mal, dass wir wahrscheinlich hier auch abfahren dürfen jetzt am Kreuz oder zumindest das nächste dann. Na, ja, hier dürfen wir auch abfahren. Fünfhundertachtzig, alter Schwede. Sind die behindert? Nur weil ich mich habe ein bisschen rollen lassen? Ja, das ist fast ein Tausender weg. Meine Güte, ja. So viel zum Thema, ne? Also wieder Geschwindigkeit aufpassen. Das ist, wenn man anfängt zu schludern. Kommt da einer? Nee. So. Wollen wir hoffen, dass die gleich was nach Hause haben. Dass wir einmal in eine Firma fahren können. Ah, guck mal, da wird doch einer müde. Das passt ja. Können wir hier gleich irgendwo mal pennen? Das ist ein Parkplatz hier vor uns. Der wäre wahrscheinlich blau markiert und nicht grau. Aber da ist was Unbekanntes. Vielleicht ist es ein Aufliegerhändler? Ist es ein Auflieger? Ist ein Volvo-Händler, toll. Was will ich denn mit dem Volvo-Händler? Kriege ich einen Auflieger hinterher. Gut, vielleicht schalten wir es ja tatsächlich gleich frei. Wir müssten jetzt ja das nächste Level knacken, Level 5. Es war mega auf. Ja, halt die Schnauze. Geh mir nicht so ins Ohr, Junge. Ganz schön aufwendig hier Level für Level vorzuschreiten.
So, wir haben hier auf jeden Fall Parkplätze und ein Hotel. Ich werde einen Parkplatz bevorzugen. Für 90 EP, perfekt. 90 EP nehme ich gerne. Dafür ist es hier aber auch eng. Kriegen wir aber locker hin. Ziemlich locker. So, den hätten wir auch. Alles ist möglich. Errungenschaft, Erfahrung schlägt alles. Okay. Wir haben Level 5 erreicht. Fortfahren. Wir können uns einen neuen Punkt zuteilen. Ich würde sagen, 2 10% höhere Vergütung, Anstieg um 5% für das Ausliefern zerbrechlicher Fracht. 15% Vergütung, sparsam, 15, bis zu 15%. Was ich mich nur gerade schon hier frage, ist das aufbauend gemeint oder gibt es das obendrauf? Wir haben jetzt bis zu 10% Kraftstoffersparnis. Kriegen wir bei Rang 2 nochmal bis zu 15 mehr oder auf bis zu 15 hoch? Das ist mal so eine Frage, die ich mir stelle. Prozent höhere Vergütung, 25% mehr Erfahrungsbonus für Lieferstrecken über 250 Kilometer. ADR könnten wir eigentlich auch mal machen. Hier gibt es nur mehr Kohle. Hier gibt es Erfahrung. 20%. Just in time. Wir nehmen Fernfahrten einfach mal. Wir fahren ja auch oft mal ein bisschen weiter weg. So. Anwenden. Aber jetzt kannst du deinen eigenen. Ja! Hab ich's nicht geahnt, Leute? Hab ich es nicht geahnt? Jetzt können wir einen eigenen Auflieger kaufen. Jawoll. So, hier. Auflieger Händler. Wir gucken mal, was sowas kostet. Toll. Standardauflieger. 33.000. Okay. 33.000 kostet so einer. Dann, was würde uns ein neuer LKW kosten? Wir haben Scania. Volvo Scania in Hannover. Wir geben mal ein Angebot an Kunden, die besonderen Vertrauen genießen, nicht nutzbar, bevor du mindestens 5 LKW besitzt. Ach so. Ach so. Na dann. Guck mal in Bayer Bank. 2,35 Raten gesamt. Kann ich aber auch nichts zurückzahlen jetzt, ne? Nee. Kann ich sagen, hier, ne? Doch da, wenn ich das Geld komplett hätte, könnte ich es auf einen Schlag zurückzahlen. Alles klar, verstehe. Wenn wir jetzt nochmal 400.000 nehmen, wir brauchen die 180.000. Moment, warte, wir gucken eben erstmal. Was uns. Erstmal gehen wir pennen. So. Wir suchen uns einen Parkplatz. Nach dem Schlafen gucken wir.
wo, ob wir irgendwas finden, was nach Hannover geht. Dann fahren wir tatsächlich noch nach Hannover. Dann brauchen wir dann jetzt nicht hinreisen. Ich weiß nicht, was das für Vor- oder Nachteile mit sich bringt. Wahrscheinlich eher wieder nur Nachteile, weil man dann da ist. Die Strecke wird einem bestimmt irgendwie berechnet oder so. Weiß der Geier. Darf ich hier schlafen?